Es gibt ja in den 80er Jahren gab es ja diese komische Teile, diese Teile mit der Feder in der Mitte, die man so verbiegen kann. Gib mir die Paramera-Schlüssel, schlag dich tot. Komm, Tim, komm. Verbiegtes Teil. Also ihr kennt dieses Teil, es gab... Warte, was hat Karl immer mentaler Fokus? Komm, verbiegtes Teil. Warte, Schmerz ist zeitlich begrenzt. Mein Kopf, auf der Stirn. Komm, schaff's nicht durch. Ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht, Ralf. Sieh ich mal, Mann. Brust, du hast komm. Chest of Peace, komm. Ich schaff's nicht. Komm, aus der Brust. Komm, laber nicht, du strengst dich gar nicht an, Mann. Versuch's wirklich. Machen wir mal die Competitions, ne? Komm, Ralf! Yeah! Das ist das Problem, ja. Aber jetzt, das geht nicht mehr, klar. Jetzt Telefonbus da. Ich hab's auch gar nicht versucht, du Depp. Ey, gell, wir haben gerade um die Panamera-Schlüssel gewettet. Ja. Das ist aber eigentlich nur, zwar nur Bewegungsenergie, also quasi physikalisch ausgedrückt. Sag mal, wolltest du Ninja werden? Nee, dafür bin ich zu schwer. Du bist eher so Spider-Man, gell? Auch nicht, was gibt's denn für ein großes Superheld? Hulk. King Kong. Das mache ich an Halloween, nee, ich male mich grün an. Die sind alle körperlich nicht groß, die haben alle nur viel Masse. Hast du? Der Hulk? Ja. Ja, der Hulk ist aber auf seinem. Nee. Normales Hulk. Die sind eigentlich natural, weißt du? Die haben alle zu viel Masse. Weißt du, was kein Superheld macht außer Hulk? Beine trainieren. Superman trainiert Beine nicht. Stimmt, also von dem her. Er wäre ja unlogisch, wenn er fliegen kann. Wolverine auch nicht. Wolverine ist der Schlimmste. Ha, der ist übrigens vegan, der Kollege. Ja? Mittlerweile, der Hugh, wie heißt der? Jackman. Der ist von so einem veganen Coach auf eine vegane Ernährung gestellt worden. Nein, nicht von Mike Tyson. Nein, Mike Tyson ist auch vegan. Für Mike Tyson hat vor allem ein Alkoholproblem mittlerweile. Wieder? Mike Tyson hat einige Probleme. Voll der harte Rückfall. Ja. Wie willst du das Video jetzt nennen? Also das ist jetzt irgendwie so random. Nein, das ist Ralfs... Die pure Ralf. Ralfs Road to Ninja. Ich war der Super Chronicles auf pure Ralf halt. Komm Ralf, ich will das Ralf im Channel. Komm, guckt euch mal an, wie lässig er dasteht. Ich werde das Video nennen, Masse macht Ralf, ja. Masse macht mal Leute, Ralf. Ich hab letzte da hinten Zeit sein Auto, komm, zeig mal. Stell dich mal so vor dein Auto und post wie so eine Kanake, komm. Nee, das mach ich nicht, Tim. Das machen Leute in deinem Alter. Hast du deinen Kratzer? Ja, ich... Ist das ein Kratzer? Ja. Wo ist dein Kratzer? Ah, mal den da, den goldenen. Ja. Und da unten auch noch ein schwarzer. Ja, das... Du, weißt... Der ist sowieso von seinem Vater. Nee. Das ist deiner. Also stimmt, ja. Der Panamera, den hast du geliehen. Der ist, ihr wisst ja, ich habe spezielle Freunde. Die mach ich Nee. Nicht so spezielle, was? Mhm. Sondern? Nee, das kann ich jetzt nicht sagen, das ist politisch nicht korrekt, aber auf jeden Fall... Aber wann haben wir was politisch Korrektes gesagt, alle? Die mögen mich halt so, wie ich bin, versteht ihr? Und deswegen... Also quasi, das ist nicht mein Auto. Ralf fährt 5-mal nach Polen in der Woche und vertickt Autoteile, ich sag's euch. Also, wir sehen uns. Ciao. Ralf, hast du noch eine Botschaft an deine Zuschauer? Wasser und Salz macht Masse. Jo Leute, ich bin auf dem Weg ins Training, wie ihr wisst. Bin ich ja nicht so der große Freund von Supplements, beziehungsweise brauch sie noch nicht. Aber ich habe was gefunden, was 100% Natur ist, von einem Arzt entwickelt. Ich selber will ja auch Medizin studieren. Haben das Ganze mal durchgelesen, auch die Inhaltsstoffe, also versichere ich euch, 100% Natur. Und das Allerbeste ist, es hat nur 19,9 Kalorien, ja, das ist gar nichts. Also man kann unbesorgt jeden Tag eins davon trinken, das habe ich jetzt auch langsam angefangen.